Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fieber 2 mit mir, eurem Illyria. Wir haben in der letzten Folge unsere Station umgebaut, weil diese Haltestelle hatte Probleme mit einem Passagierbahnhof. Aber das soll nicht unser Problem sein. Wir haben hier neben noch eine Station hingebaut, extra für die Tram. Und jetzt fahren auch Trams ohne Äpfel. Äpfel, genau. So heißt das, die Folge. Nein, so fahren auch die Trams ohne den lästigen Geruch von Pferdeäpfeln, sage ich jetzt mal so, hier entlang. Und ja, ist doch wunderbar. Besser geht's nicht. Also, weiter geht's. Liefere 70 Silberlöffel. Die Bonusaufgabe haben wir erledigt. So, da waren wir stehen geblieben. Der Bahnhof steht schon, der wartet auf seinen Einsatz. Könnte das... Nee, da reicht doch eine Bahnhofstation für, ne? Na, müssen wir gucken, wie wir das machen. Eigentlich... Die wollen Holz haben. Ist doch richtig, oder nicht? Regel, Baumstämme. Im Lager, genau. Die wollen Holz. Würde ich sagen, ja, also... Also Holz abholen. Nenne ich jetzt mal Holz 2. Weil ich weiß nicht genau, was das jetzt für eine Linie ist. Von da nach da. Das kann, denke ich mal, so bleiben. Aber vielleicht sollte man hier noch ein Signal hinsetzen. Und jetzt hier ein Zugdepot, kaufen wir uns einen schönen Zug. Und zwar den General. So, wie war das nochmal? Welcher war das nochmal? Der Rungen. Weiß ich nicht, wie viel Holz wartet hier. Nicht viel. Ich fürchte, das könnte ein Problem werden. Nee, der hat gerade abgeholt und trotzdem ist hier noch Holz. Müssen wir gucken. So, und dich schicken wir auf die Holz-2-Linie. Wie viel Holz haben wir eigentlich hier wartend? 6 Stück nur. Du musst mehr produzieren. Das ist zu wenig. So, der wartet jetzt. Eigentlich können wir ihm ein bisschen Signale vorgeben, obwohl, warte mal, Signale kosten Geld, habe ich mir sagen lassen. Oder an Erfahrung sagen lassen eher. Okay, der kriegt jetzt nicht viel, aber... Ah, das wird auch aufgeteilt, wie ihr sehen könnt. 18 geht in die Stadt und 2 geht in die andere Richtung. Aber er kriegt Holz, das heißt, er oben nimmt wirklich Holz an. So, mal gucken, was dabei rumkommt. Jawohl, da ist Holz.
Silbermine, Holzanlieferung. Ich weiß nicht wofür, aber... Oh, das ist aber schön animiert geworden, schön dargestellt. Sogar, es geht ja richtig in die Senke runter, das ist nicht nur grafisch. Toll. Ah, finde ich toll. So, aber... Na? Da habe ich hier drauf das Gleis. Jupp. So. Dann machen wir das doch mal hier fix. Aber hier könnte noch was... wartet mal. Das müssen wir auch noch irgendwie machen. Ein paar Gleise. So passt es. Und jetzt liefern wir erstmal ein bisschen Silber. Ach, Moment mal, Leute. Da war doch was. Die wollen noch Silber haben. Da habe ich was vermasselt gerade. Da habe ich aber jetzt was vermasselt. Kann ich wahrscheinlich so nicht machen, ne? Nee. Einfach bitte. Moment, Moment. Jetzt sei nicht so doof. Du kannst das doch weiterleiten. Noch mal ein Zweiergleis. Wie weit kann ich das wohl runterführen? Weiß ich gerade nicht. Mache ich das jetzt so? Ah! Na komm, du wirst doch wohl dieses Gleis nehmen können. Brav. Nicht schön, aber selten. Nicht schön, aber selten. Das untere Gleis, das obere Gleis versorge ich dann mit der Stadt. Na, komm. Put, 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 put. Gut. Ja. So läuft es. So lübt es. Es wäre doch schön, wenn es von dem noch was hinkäme. Das ist immer noch ein noch so ein Anschlussproblem. Das geht nicht. Es war aber auch irgendwo klar, dass das nicht geht. Ein Abwasch. Ein Abwasch. Also. Dann schicken wir mal den ersten Zug, der Silber abholt, würde ich mal sagen. Die nehmen einfach nur an. Gut, dann kaufen wir einen Zug. Och, da habe ich ja noch so eine Komposition vorbereitet. Stimmt. Ich weiß jetzt nicht... Nee, warte mal, dafür brauche ich keinen Rungen. Moment. Habe ich gerade fürs Mikro gehauen? Entschuldigung. So, wie war das hier nochmal? Also der Zug fährt aber schon hoch, oder? Nein, das ist der Zug für nach unten. Ja, der Zug existiert schon. Der fährt.
Ja gut, dann kann ich jetzt den Zug darauf einstellen, dass er sich um Silbererz kümmert. So. Der transportiert Silbererz. Frühe waren diese Art wurden gebaut, um Kohle zu transportieren. Name Gondel rührte daher, dass zuvor... Okay, das hatten wir auch schon. Transportieren wir mal 28 Stück. Eine Linie sehe ich gerade, existiert noch nicht. Dann machen wir noch eben eine Linie. Und zwar für Silbererz. Von da nach da. Also, du Zug fährst die Silbererzlinie. Abmarsch! Eine Sache überlege ich gerade. Wenn ich hier Sachen, also wenn ich jetzt Löffel hinliefern will, holt die Pferde das automatisch ab? Oder wie wird das sein? Ich glaube sowieso, dass ich das hier anders machen muss. Ich fürchte ja. Cargo. Ja, weil das hier wird für Cargo-Transport. Also beziehungsweise für Silberlöffel. Ich würde sagen, mache ich gleich eine Linie dafür. Na, was war das denn? Ich hätte die angenommen. Löffel. Von der Station. Weil das funktioniert ja. Wir haben herausgefunden, das funktioniert. Also machen wir das so. So. Von der Station Filter. Und zwar, wir laden nichts von all dem Zeugs hier ein. Hätte gern einen Button, alles abwählen. So, hier werden nur Löffel eingeladen. Gut. Filter ist gesetzt. Bei Entladen ist es egal. So. Dann brauche ich noch ein Fahrzeug. Ja, komm, nehmen wir 3. Löffel. Warte mal, wir haben es vergessen, mal wieder. Löffel, vollgeladen. So, Terminal 2. Bei Holz war das Terminal 1, genau. Was? Haben die es getauscht? What? Wieso machen die das? Moment, das verwirrt mich jetzt gerade. Zeigt mir nicht an, welches Terminal was ist. Jetzt nicht davon verwirren lassen, wir schicken erstmal die Züge los. Ihr seht, es funktioniert. Silber wird geliefert. Und jetzt noch ein Zug für die Silberlöffel. Erstmal neue Linie. Löffelzug. Von hier bis nach da. Die können sich den Bahnhof getrost teilen, das ist nicht so schlimm. So, eine Komposition bitte. Ich habe hier gar keiner gewählt. In Ordnung. Dann nehmen wir nochmal die General. Und nehmen
gedeckten. Der transportiert Löffel. Gut. 1, 2, 3. Weil die Fahrt ist ziemlich kurz, da dürften 3. Ich fahre erstmal nur mit 2. Löffelzug. Weil wie. Der Weg ist wirklich ziemlich kurz. Das dürfte eigentlich funktionieren. Schon 14 Löffel. Jawohl. Jawohl. Kann es sein, dass das wirklich nicht reicht? Also bis jetzt macht mich das nicht wirklich glücklich. Ich bin normalerweise so ein Perfektionist. Ich mag es normalerweise, wenn es absolut reibungslos abläuft. Ohne solche doofen Wartezeiten. So, aber schauen wir mal. Löffel werden auf jeden Fall hier abgeliefert. Seht ihr, da sind sie auch schon. Wir haben Löffel. Löffeln wir das Hotel. Quatsch. Wo sind eigentlich meine Löffeltransporteure? Habe ich die nicht rausgeschickt? Hä? Was? Löffel? Der hat meine Löffel. Der hat Holz. Holz. Okay. Er hat meinen Löffel. Aber wie viel habe ich eigentlich beim Löffeltransport? 3 Fahrzeuge. Wechseln die sich etwa ab? Nee, ich habe dir noch die Linie zugeordnet, von daher. Demnach ist ihnen das doch theoretisch wurscht. Sie wissen, dass sie einen Löffel holen sollen. Denke ich mal. Aber ich sehe gerade nur Holztransporter, keine Löffeltransporter. Das ist ein Holztransporter. Nö, er wechselt mal eben entspannt um auf Löffel. Na, von mir aus gern. Du hast Löffel geliefert. Oh, es sagt mir nicht, dass das wirklich... Okay. Da geht noch mal ins Depot. Konfigur, Vehikel. Okay, das ersetzt nur Fahrzeuge, aber fügt nichts hinzu. Genau. Alles klar. Der geht nochmal zurück ins Depot. Ab ins Depot mit dir. Du kriegst noch ein paar Waggons hinten dran. Und ich muss ehrlich sagen, mich nervt das hier mit den Gleisen. Ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Latte Macchiato. Ist mir jetzt auch wurscht. Wir sind jetzt hier nicht beim Schönbau. Wir sind jetzt hier beim
beim Transportfieber. Also, nicht, also das ist hier kein Schönbausimulator 2019, das ist ein Transportfieber 2. Irgendwie ist das hier so alles ziemlich ballerballer, habe ich das Gefühl. Geht, ne? Das geht, oder? Komm, ist mir jetzt auch egal. Das ist der Chaos-Bausimulator. Oder soll ich sagen, Spaghetti-Bau-Simulator? Er hat jetzt, der Zug hat jetzt jedenfalls die Möglichkeit, zweigleisig zu rollen. Die enthellern sich selber. Die machen das schon selber nach Lust und Laune. So. Vier solche. 28. Komm. Das muss wirklich reichen, weil diesmal hat er seine eigene Linie. So relativ sein eigenes Gleis. Okay, es macht das so. Es fährt ja total verwirrend. Warum macht er so einen Blödsinn? Egal, gucken wir uns jetzt mal das nächste an. Und zwar das Krankenhaus. Das Hospital. Die Frauen und Männer der Kolonie sind kräftig und gesund. Sollte sich dennoch einmal ein Notfall ereignen, muss dafür gesorgt sein, dass das Operationsbesteck im Krankenhaus garantiert keimfrei ist. Zu diesem Zwecke lässt sich medizinischer Alkohol aus den zahlreich vorhandenen Kakteen herstellen. Ganz sicher, dass der nur zum Desinfizieren und keimfreien Machen vom Besteck gedacht ist und nicht vielleicht, um den Magen zu desinfizieren und zu spülen? Das steht in den Sternen. So, machen wir eine LKW-Station hier hin. Die Reichweite passt. Was? LKW? Kein Tram. Jupp, das passt. So, die wollen Stoff haben, Lunte. Die wollen, dass es brennt. Dass es knallt. Die wollen Feuer in ihrer Seele spüren. Ja. Was... Also die nehmen Guano. Die Frage ist, wo kriege ich Guano her? Guano. Ich brauche Guano. Das funktioniert. Das ist fast 100. Nur verbraucht sich. Hier wird Guano hergestellt. Es könnte auch zu Bonusmission werden, weil das ist ja irgendwie irrwitzig, von hier bis da hoch Guano zu liefern. Oder könnte es auch eine versteckte Mission sein? Könnte. Machen wir jetzt mal hier wieder was. Machen wir mal vorsorglich einen Zweierbahnhof. Nur für den Fall. Nein, ich will kein Tramgleis. Ich will eine ganz normale Straße. So. Die liefern jetzt erstmal was da runter.
okay, das ist verwinkelt. Also ich komme hier auf Baukünste, das ist Irrsinn. Keine Ahnung, wo ich den Quatsch her habe. Aber hier könnte man auch so einen Bahnhof hinsetzen. Ja, guck mal, das ist Kunst. Ich müsste auch hier rüberkommen. Weil auf ein bestehendes Gleisnetz lohnt es sich auf jeden Fall. Ach kommt, einmal machen wir das. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich nehme das Spiel ernst, könnt ihr mir glauben. Ich versuche nur gerade irgendwie dieses Kuddelmuddel zu enthellern. Jetzt zahlt es sich aus, dass ich hier auf zweigleisig versuche. Jetzt zahlt es sich etwas aus. Aber er lässt mich hier nicht ran. Das ist nicht... Oh, okay. Na? Na, geht das? Es scheint zu funktionieren, oder? Geht nicht. Der Zug muss ja irgendwie wieder zurückkommen. Machen wir das so. So sichergestellt, dass der Zug auch wieder zurück kann. So, kann ich jetzt theoretisch von diesem Depot eins da hochschicken? Die Linie ist weit. Das ist Fakt. Oder ich baue noch ein Depot. Na komm. Haben wir auch. So, die Kaktusfarm. Die haben wir angeschlossen. Jetzt bringen wir erstmal ein paar Kakteen zur Schnapsbrennerei. Von hier bis nach hier oben. Die sitzt. So, Fahrzeug kaufen. Sagen, dann machen wir gleich einen einigermaßen vernünftigen Transport. So, eigentlich noch einen weiteren Zug, um das hierher zu bringen. Von der Schnapsbrennerei zum Bahnhof. Und das können wir wiederum hier machen. Natürlich ist es Whisky, das ist klar.
So, Whisky. Und zwar, wir wollen den Whisky von... Jetzt bin ich zu weit. Hallo. So, von hier bis nach hier. Genau. So, dann noch ein Whisky-Transport. Fahrzeug kaufen. Können wir eigentlich schon etwas schnellere Dampflok nehmen, ne? Nehmen wir mal die Baldwin. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Kaufen. Und der übernimmt jetzt die Whisky-Route. Das dürfte funktionieren, er dürfte drankommen. Aber wisst ihr, was ich eher glaube? Wir sollten vielleicht hier dann am zweiten Bahnhof dran pflanzen, ne? Konfigurieren. Ich könnte zumindest das eine schon mal entlasten. Tracks. Oh, das müsste theoretisch funktionieren. Dass der Bereich schon mal so weit entlastet ist. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Züge das automatisch... Nein, tun sie nicht. Die, ich würde sagen, die braune Linie, die Löffellinie, setzen wir die auf den neuen Track? Bambo-Zentrum. Terminal 2. Moment. Ach, der rutscht da unter runter. Warum macht er das? So, er hat jetzt Terminal 2. Ich weiß jetzt nur bedauerlicherweise nicht, was Terminal 1 und 2 ist. Wenn das angezeigt werden würde, würde ich da runter scrollen und gucken. Aha, das ist Terminal 1, das ist Terminal 2. Aber das... kann man nicht sehen. Whisky. Terminal 2. Der Holzzug. Terminal 2. Gut, also Löffelzug. Aha. Du nimmst Terminal 1. Jawohl. Haben wir das schon mal ein bisschen quasi entzwirbelt, kann man sagen. Ein bisschen entzwirbelt. Ja, es wird sogar funktionieren. Es wird sogar funktionieren. So, wie sieht's hier oben aus? Er hat... Moment, Kakteen. Genau, du sollst ja Kakteen liefern. Du hast 35. Also du kannst 35 transportieren. Also, hol mal schön die Kaktus. Der Schnaps wartet. Schnaps wartet. Ja, er liefert. Jawohl. Nur noch 5, das passt. Er hat noch nichts geliefert. Das ist wohl die erste Lieferung. Alles klar, das ist der Schnapszug.
So, das Spital. Wartet mal, da war doch was. Da kann doch gar nicht liefern. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, geht das eigentlich so, wie ich mir das vorstelle? Aha. Ja, das funktioniert. Wunderbar. Jetzt habe ich eine dritte Station. Genauso, wie ich mir das gedacht habe. Weil es muss ja schließlich diese Station auch noch versorgt werden. Alkohol. Von hier nach na, da. Zack. So, dann haben wir noch ein paar Fahrzeuge. Aber bevor ich das vergesse schon wieder. Zwar vollladen, weil ich möchte nicht, dass die Dinger jetzt endlos leer fahren. Ab mit euch. Jetzt haben wir durch. Wunderbar. Wow, es gibt schon ganz schön Stau hier. Das funktioniert. So, was ist jetzt mit der... Wunderbar. Oh! Die grundlegenden Bedürfnisse der Gemeinschaft sind gedeckt. Es wird gar mehr produziert, als die Kolonie selbst braucht. Damit der Wohlstand sich mehren möge, sollten die emsigst und mit viel Elan produzierten Überschüsse exportiert werden. In dieser entscheidenden Phase wären Erträge aus dem Exporthandel hilfreich, denn es stehen noch einige Investitionen zum Wohle aller an. Entscheide, welches Gut du zum Wohle der Gesellschaft nach Übersee exportieren willst. Was nehmen wir? Liebe Zuschauer, das, was wir nehmen werden, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Wir haben mich schon überzogen. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Für diese Folge war es das. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, genauso wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.